Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf Rocord mit mir, dem Chris. Ihr seht es, Pokémon Uranium Version. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was ist das denn? Das ist ja kein originales Pokémon-Spiel. Ja, das ist ein Hack, der gerade vor ein paar Tagen erschienen ist und der knapp 10 Jahre jetzt in der Entwicklung war von irgendwelchen Fans erstellt. Also kein offizielles Nintendo-Game, aber ich bin echt gespannt, wie dieses Spiel so sein wird. Ich sehe jetzt ein bisschen scheiße aus, ist auch übelst dunkel schon, aber ist mir jetzt scheißegal, ich will dieses Spiel unbedingt spielen. Allein dieser Anfang hier, guckt euch das an. Das ist mal ein richtiger Hack, würde ich sagen. Boah, ist der Sound laut, Alter. Das ist, muss ich erstmal einstellen hier. Ja, Alter, viel zu laut, Alter. Ja. Obwohl, das passt eigentlich so. Weil die Musik war halt übelst laut gerade. Man muss halt alles mit der Tastatur machen und nicht, man braucht nicht mal einen Emulator dafür. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken, was jetzt so abgeht. Ich bin selbst, man kann sogar ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber diesen komischen Modus spielen. Aber wir spielen es natürlich ganz normal. Yes. Eigentlich spielt man ja Hacks auf dem Emulator, aber das ist der erste Hack, den man echt so spielen kann, ohne irgendwas dazu zu downloaden. Und ja, das Einzige, was so kacke ist an dem Tag, ist, dass das auf Englisch ist. Ja. Leider, leider. Und das ist der Pokémon-Professor. wie gesagt, ich habe nur ungefähr 5 Minuten des Spiels schon gesehen, also nichts weiter. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich brauche keine Info. Ich weiß, wie Pokémon funktioniert. Ich habe genug Pokémon-Spiele gespielt. Und da seht ihr es schon, es gibt über 100 neue Pokémon. Das ist natürlich sehr heftig. Die haben sich extra Mühe gegeben und keine Ahnung, wie viele neue Pokémon erstellt. Das ist echt heftig. Und wie gesagt, fast 10 Jahre Entwicklung für ein Spiel. Und das war ja halt nur von Fans erstellt, nicht von Nintendo. Was ich scheiße finde, dass man Leertaste als A-Taste hat, weil das die lauteste Taste bei meiner Tastatur ist. Ja, ich muss ja ein bisschen gucken, dass man das nicht so laut hört. Aber ich finde, man hört es übelst laut. Who are you? Man kann sogar zwischen 3 verschiedenen Charakteren hier auswählen. Was ist das? Ja, ist das jetzt so eine Mischung aus Frau und Mann oder was? Naja, wir nehmen den Typen. Gut, aber wir können jetzt sogar auf der Tastatur schreiben. Wie geil ist das denn gemacht, bitte? Wie haben die das gemacht? Ich nehme mich einfach Chris. Ganz normal. Heftig, Alter. Das ist mega gut gemacht, auf jeden Fall schon mal der Anfang. Ich bin echt gespannt, wie es hier abgeht. Und es geht auch schon los. 10 years ago, Chris' family lived in Bell Beach City. The largest city in Trandor. Ne, in Trandor. Keine Ahnung. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, weil mein Englisch nicht so geil ist. Die Musik kenne ich irgendwoher. Das ist aus irgendeinem alten Pokémon-Spiel. Genau, das ist aus irgendeinem, ich weiß nicht, aus irgendeiner Höhle oder so. Das ist jetzt die Vorstory oder was? Okay. Irgendeine nukleare Station oder so. Ihr könnt euch das hier gerne durchlesen. Ich werde es jetzt aber nicht alles vorlesen. Das ist natürlich ein bisschen auf Englisch doof. Wir sind auf jeden Fall hier in so einem Nuklear-Labor oder sowas ähnliches. Und die Temperaturen sind anscheinend höher als normal in dem Reaktor. Oh, man hörte schon grummeln. Oh shit. Irgendwas stimmt da nicht. Richtig Techno-Mucke, Alter. So wie ich das verstanden habe, ist das unsere Mutter, die mit den blauen Haaren, und sie rennt einfach weg. Okay. Ich weiß nicht, ob unsere Mutter jetzt gestorben ist in dem Spiel. Okay, sie wird gesucht, aber keiner hat sie bisher gefunden. Läuft bei ihr, würde ich sagen. Okay. Okay, wir wohnen jetzt anscheinend bei unserer Oma, so wie ich das verstanden habe. 10 Jahre später.
Jetzt lesen wir gerade, dass unsere Oma nicht mehr die Kraft hat, uns zu erziehen. Alles klar. Auch gut. Boah, Alter, so viel Text. Okay, wir haben auf jeden Fall die Vorstory jetzt ungefähr mitbekommen. Und wir sind endlich in unserem Haus. Los, Chris, komm runter, wir sind zu spät. Oder nee, ich bin zu spät, ja. Also wir. Ich spreche jetzt einfach mal in unserer Sprache, also dass wir das jetzt zusammen spielen. Und ich muss sagen, der Charakter sieht echt nice aus. Und die Grafik auch. Jetzt ist es, glaube ich, die Diamond and Pearl Grafik. Das ist unsere Oma. Chris, Sweetie, today is your big day, isn't it? I can't, was? I can't help but feel. Okay, ich kann kein Englisch. Halt die Schnauze. Vor allem, Alter, ich bin übelst müde, ne? Hatte heute Frühschicht. Und jetzt nehme ich um diese Uhrzeit, ist es gleich 10:30 und ich muss morgen zur Schule. Ich könnte kotzen, Alter. Was habe ich? Ich habe jetzt schon Running-Shoes bekommen. Das hat man sonst immer übelst spät in den Spielen bekommen. Das ist ja natürlich auch mal nice. Jetzt muss ich nur wissen, wo ich die aktiviere. Wie kann ich denn jetzt schnell laufen? Ah, ich kann die aktivieren auf Z. Leute, das ist einfach nur mega geil gemacht. Auf X ist das Menü. Alter, mega nice. Mega nice. Und ich nehme natürlich jetzt in der Nacht auf und es ist natürlich mega dunkel hier. Okay, aber 60 FPS sind das nicht, ne? Das sind niemals 60 FPS. Aber guckt euch diese Grafik allein schon an. Wie geil das einfach aussieht. Und ihr müsst euch immer denken, dass das von Fans erstellt wurde, nicht von Nintendo. Was ist mit euch falsch? Kann ich hier schon lang? Ist das nicht schon die erste Route? Hey, wait up! Okay. Da müssen wir anscheinend echt hin. Oh, das hört sich schon so an, als ob es unser Rivale ist jetzt. Jo. Und wir sollen ins Labor. Kriegen wir jetzt schon unser erstes Pokémon oder was geht hier ab? Das ist der Professor auf jeden Fall. Hey, if it isn't Chris. Ja, bla bla bla. Ich weiß sowieso, dass ich jetzt mein Pokémon bekommen werde. Das ist immer so am Anfang. War auch noch nie anders. Ja, ist auf jeden Fall mal ein anderes Let's Play hier auf dem Kanal. Pokémon haben wir schon lange nicht mehr Let's Played. Und wir haben auch nie irgendwie Pokémon beendet. Also immer nur so zur Hälfte oder so. Und hatten dann keinen Bock mehr. Tut mir auch leid, aber auf dieses Spiel habe ich echt heftig Bock. Das wurde ja von Nintendo sogar schon offiziell entfernt, weil es zu gut sei. Laut Nintendos Aussage. Also um die Angst hier Verluste zu machen, weil es das Spiel for free gibt. Chris, are you ready to take the trainer aptitude test? Yes. Ist das irgendwie ein Test? Ah, ich bin auf X gegangen. Bin ich behindert? Ich muss auf Leertaste gehen und nicht auf X. Where is your first reaction? Wenn mich ein erstes Pokémon angreift, was soll ich machen? Wait and see what it does. Take it right away. Throw a Pokéball at it. Wait, würde ich sagen. Mal gucken, was es tut. Erstmal auf die Fresse bekommen vom Pokémon. Okay, next question then. Which of these terms would you prefer to teach your Pokémon? Protect, Hidden Power. Ich weiß gar nicht, was Hidden Power ist. Protect, Hyper Beam. Ich nehme Hyper Beam. I will tell you later. Let's move on to the next question, shall we? Which one of the following Pokémon would win in an all-out battle? Garados, Gliscor, Ampharos. Ich weiß gar nicht, was Gliscor gerade für ein Pokémon ist. Meine englischen Pokémon-Kenntnisse sind nicht gerade so heftig. Garados ist natürlich schon nice, aber ich mag Ampharos irgendwie. No, it isn't. No, this is your final question. Oh lol, ich bin einfach auf irgendwas gegangen. Das wollte ich nicht. Ach, jetzt wird. Jetzt wird rausgefunden, welches Pokémon am besten zu mir passt. Wie geil ist das denn? Lol. Das ist natürlich nice, Chris. Englisch. Was für eins kriegen wir? Wir kriegen das Feuerstarter-Pokémon. Raptorch is the best pick. Nice, wir haben das Feuerstarter bekommen. Läuft, würde ich sagen. So. Hä?
Achso, ich muss es mir natürlich noch rausnehmen. Nein, ich wollte es keinen Spitznamen. Ich gebe. Okay. Ich nenne es Kai. Einfach aus Prinzip. Hey, I'm tired of waiting. Oh nein, jetzt müssen wir gegen unseren Rivalen kämpfen. War natürlich klar. Mal sehen, welches er nimmt. Lol, er nimmt das Pflanzenstarter-Pokémon. Das ist natürlich irgendwie sinnlos, aber okay. Das sieht irgendwie süß aus. So eine kleine Pflanzenkatze. Yes, my first Pokémon. Chris, you have a Pokémon and now I have a Pokémon too. You know what it means, right? We have a battle. Nice, erster Battle. Chris gegen Theo. Lol, was ist das für eine nice Musik? Alter, wie geil ist das denn? Kokai. Und was ist das denn, Alter? Wie geil ist das? Ey, das Spiel flasht mich jetzt schon. Das sieht jetzt schon besser aus als die normalen Pokémon-Spiele. Und wir können schon Glut auf Level 5. What? It's super effektiv. Ja, nice. Eine Attacke. Gewonnen. Ja, mega gut. That's impossible. Good trainers never lose. Ja, hast aber verloren anscheinend. Spasti. Ihr Pokémon were healed. Das ist gut. Jetzt hat er natürlich das Pflanzenstarter-Pokémon. Das ist auch neu irgendwie. Das hat man in den vorherigen Spielen nicht gehabt. Jetzt unterhalten die sich da, weil er der beste Trainer ist oder whatever. He took that harder than I hoped. Da hat er recht. Boah, ich bin so mega müde. Aber ich wollte unbedingt noch den ersten Part hier heute aufnehmen. See you later, Chris. Tschüss. So. Okay, da geht's nicht weiter. Ich dachte, wir können jetzt direkt auf die erste Route. Aber leider ist das nicht so. Wo soll ich denn jetzt hin? Erstmal nach Hause oder was geht hier ab? Erstmal nochmal mit Oma sprechen. Okay, das war's nicht. Was sollen wir denn jetzt machen? Oh, hier ist auch anscheinend schon ein bisschen Gras. Hey there, Chris. I want to show you and Theo how to catch Pokémon. Can you get them? Ah, wir müssen erst unseren Rivalen oder so holen. Hier ist ja auch eine Tür. Mal schauen, wo sein Haus ist. Das sieht nicht so danach aus. Hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Leute. Das sind Angler. Was passiert mit denen? Nichts? Okay. Ist auch noch ein Haus. Ja, okay, da ist er. What did you say to my son? He went upstairs crying and locked the door behind him. He won't tell me what's wrong or come downstairs. I swear if you did anything to hurt him. Oh, so that's how it is. Nice. Ich glaube, ich mache jetzt einen englischen YouTube-Kanal auf. Oh, laber doch nicht so viel. Theo! Come downstairs right now, young man. Schnüffel, Alter. Schnüffel. Okay. Oh, Mann. Englischkenntnisse FTW. Ja, beruhig dich doch, du kleiner... Was auch immer. Ja, ist gut, ey. Das sieht aus, als ob der noch 10 ist oder so, ey. Der ist ein bisschen kleiner als meiner. Pokepot, was ist das denn? What's that? Achso, er erklärt uns jetzt. It's a tech device that ins... Was? Indispensable for Pokémon-Trainers. Also, wenn man es nicht hat, ist man eigentlich kein Pokémon-Trainer sozusagen. It plays music and includes a map of the Red Region. Most importantly, it contains a phone that will allow you to stay in touch with each other and other trainers. Cool, hey, I got red one. It's cooler than yours. Jetzt müssen wir nochmal zum Professor... Heftig, Alter. Ja, bla bla bla. Ist es jetzt unsere Aufgabe, unsere Mutter wiederzufinden? Alles klar. Läuft. Poke.
Quad. Das will ich mal anmachen. Oh ne, das sieht langweilig aus. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Erstmal zurück zu Professor. Mal gucken, was hier so abgeht. Was? It's a good idea to heat Route 1. To the first trip. Oh lol, ich dachte, ich soll erst hierher gehen. Wie behindert ist das denn? Ja, aber ich würde sagen, jetzt wo das Anfangsgelaber alles fertig ist, würde ich erstmal den Part beenden, weil der ist schon ziemlich lang. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn wir mitbekommen, wie man Pokémon fängt, weil es noch keiner weiß, der noch nie Pokémon gespielt hat und so. Nein, ich weiß noch nicht, wie man Pokémon fängt. Aber naja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao, Leute.